Hey ho und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Let's Play Pump BMX Plus. Ja, ich werde hier einfach mal gleich fließend weitermachen, nämlich mit dem nächsten Level hier. Unser Thema war ja Disziplin im BMX-Sport. Da war ich gerade stehen geblieben. Jetzt soll ein Frontflip übrigens machen. Das kriegen wir hin, kriegen wir hin. Und wir sind schon wieder in einer neuen Umgebung, diesmal hier so herbstlich. Ups. Da, das erste Mal, glaube ich, jetzt in dieser zweiten und dritten Folge auf die Fresse gelegt. Gleich mal am Anfang, ist auch egal. Ich finde, das gelbe Fahrrad passt hier auch sehr gut. Ah ja, ein Frontflip soll ich machen. Ja. So, nicht, dass wir die Challenge hier irgendwie verkacken. Weil zu Anfang, wie gesagt, in den 80ern war das mehr so, ja, wie soll ich sagen, eine Mischung aus vielleicht Flatland und Park und irgendwie sowas. Sagt euch jetzt vermutlich natürlich nichts. Ein Superman, soll ich mal. Was war denn Superman nochmal? Beziehungsweise, ich weiß, was das ist, aber genau, auf der Tasse war es halt recht ein Analogstick. Links oben kriegen wir hin, machen wir. So, da ist der Superman. Ah, da geht's schon los. Superman! Ja, Flatland ist ja im Grunde, sagt der Name schon so halb, das Fahren auf einem komplett flachen Untergrund. Ich werde mir kurz Kaffee trinken, ja, das mache ich immer. Das heißt, man hat da so gar keine Rampen, beziehungsweise wenn man mal Rampen hat, dann echt. Eigentlich in der Rohform eigentlich gar keine Rampen, kann man natürlich machen, dass man auch mal Rampen fährt und so. Wenn dann aber nur mal so Curbs oder sowas und so hat sich das auch am Anfang quasi entwickelt. Da wurden halt viele Tricks wirklich auf dem flachen Untergrund gemacht, ohne groß Schnickschnack. Rampen gab es bei diesen Shows natürlich auch. Das waren aber im größten Teil ja, recht schmale Quarters, würde ich sagen. Also Quarterpipes kann man sich vorstellen, ne? Oh, ups. Da wollte der Rips aber jetzt ganz laut raus. Hat das gerade noch unterbunden. Frontflip Superman soll ich machen. Ja, schmale Quarters und da wurden halt. Ach ja, ich wollte ja sagen, was ein Quarter ist, tut mir leid. Ja, ein Viertel Rohr quasi kann man sich so vorstellen. Also diese ganz klassische Rampe im Skateboard einfach. Nächstes Level. Mache einen 360 Old School. Kriegen wir hin. Ich verstehe nicht, wieso das manchmal so krass lag. Das macht keinen Sinn. Das Spiel hat eigentlich keine Grafik, sondern es sieht schon schön aus, aber ihr wisst, was ich meine. Es sollte jetzt nicht so anspruchsvoll sein wie irgendwie, keine Ahnung, Project Cars oder was auch immer. Mache einen 720 Old School. Kriegen wir auch hin. Oh, hängt gut. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, bei welchem Thema ich war. Das ist doch Beschiss. Und ganz ehrlich, wieso lädt das hier? Das war der falsche Trick. So, das war der richtige. Ja, dann haben wir es geschafft. Auch schwer aufgestiegen. Mache ein 720 Old School. Table. Ich glaube, Oldschool habe ich schon beim letzten Mal gesagt, ist im Grunde ein No-Hander, das ist nur eine andere Bezeichnung. Also mit den Tricks gibt es auch 1000 Millionen Bezeichnungen für denselben Trick. Ja, und dann halt ja Ende 80er, 90er ist das dann schon alles ziemlich ins Rollen gekommen, würde ich sagen, selbstläufermäßig. Klar hatte das alles so seine Höhepunkte, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob jetzt der Höhepunkt ist oder was auch immer. Was sollte ich überhaupt noch machen? 720 Oldschool Table. Okay, mache ich glaube ich am letzten Sprung. Wir hätten rüber. Ich dachte, ich komme eh nicht rüber. Neustart. Oh, komm schon. Das ist so das erste Level, das irgendwie einen halbwegs angemessenen Schwierigkeitsgrad hat. Da war der Table, 720 Old School. Was mache ich denn hier? So, ich will das jetzt mal hinkriegen. Und ich glaube, da sind wir auch schon, ja. Mach ein 720 Old School to Table. Das müsste doch einfach mal hinhauen.
Oh, häng ab. Lassen wir das, lassen wir das. Ey, das gibt's doch nicht. Also manchmal ist diese Steuerung echt tricky. Also so, keine Ahnung, dass man das einfach nicht den richtigen Trick macht, was ja eigentlich in der Realität nicht so wirklich der Fall ist, dass man mal aus Versehen irgendwie einen Trick macht oder so. Ey, komm schon, das gibt's doch nicht. Ja, da war er, da war er. Neige L oder die Steuerkreuzding uns rechts, links. Kurz vor dem Abheben schnell nach links, um hochzuspringen. Booster nach rechts, um beizuspringen. Racer. Ey, das ist jetzt schwach, da ist ein Rechtschreibfehler. Normalerweise wird da Racer, also mit C. Oh Gott, scheiß KW. Mit C angezeigt. Und ja. Also, Rechtschreibfehler. Levelauswahl, weil nächstes Level gibt es nicht. Wir haben das erste Level hier schon komplett durch. Sachen gibt's. Ja. Also das haben wir schon mal alles geschafft hier. Ging recht schnell, fast alles beim ersten Versuch quasi. Aber ihr seht, da ist noch eine Menge und ich kann euch garantieren, hier zum Beispiel AM, Profi, wieso spreche ich jetzt komisch aus? Profi und Legende, das wird dann echt tricky. Ich glaube, da werde ich auch gar nicht so viel reden können dann. Aber vielleicht habe ich bis dahin auch alle wirklich wichtigen Themen quasi durch, wer weiß das schon. Wer Vorschläge hat, kann ihn auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ich überlege gerade, bei welchem Thema war ich überhaupt. In Disziplinen, ne, habe ich eigentlich immer noch nicht so richtig angegangen. Mache ein Icepick. Icepick für die Leute, die da keine Ahnung von haben. Ein Icepick ist quasi, dass man mit dem hinteren Pack auf dem Rail grindet, also so eine Stange, ne? Hinteres Pack, das ist quasi das, was so aus der Achse so rauskommt. Ich weiß nicht, wie man das besser beschreiben soll. Das ist ein Icepick. Kriegen wir auch hin. Ja, welche Disziplinen haben sich da entpuppt? Wie gesagt, Flatland ist auf dem flachen Untergrund. Da nochmal Icepick. Park kann man sich selbst erklären, das ist halt, wenn man im Skatepark fährt. Mache einen Barspin to 50-50. 50-50 ist der Double Pack Grind. So würde ich ihn eigentlich nennen. Also ein paar Kumpels von mir nennen ihn zum Beispiel auch 50-50. Ich mag lieber den Double Pack Grind, ihn so zu nennen. Ist dasselbe. Das heißt, man grindet mit beiden Packs. Ja, wie gesagt, also Pack. Park ist total selbsterklärend. Da hat man einfach ganz stinknormale Rampen, die man so im Skatepark halt findet. Macht da ein paar Moves drauf und dann läuft das halt. Dann hat sich auch, ich weiß gar nicht, wann das genau war, da hat mir Google auch keine wirkliche Antwort gegeben. Ich glaube, das war dann auch erst in den 90ern so, vielleicht Mitte 90er, dass sich so Street entwickelt hat. Das heißt einfach, einen Barspin to 50-50. Ja gut, da habe ich gerade versagt, da habe ich den Barspin weggelassen. Street heißt, dass man eigentlich auf nicht dafür vorgesehenen Plätzen bzw. Hindernissen mit dem BMX-Rad fährt. Das heißt zum Beispiel, man nimmt sich eine Treppe, man nimmt sich irgendeinen komischen Platz, irgendwelche komischen Gebilde, was auch immer, was man halt irgendwo findet, eigentlich ja einfach Street halt statt. Ne? Man nimmt sich einfach irgendwas, was man findet und fährt dann darauf. Das heißt, wir hätten jetzt schon drei Disziplinen. Und mache einen Tailwhip to Manual to 50-50. Okay, das müssen wir, glaube ich, auf dem hinteren Ding machen. Und ich glaube, wir sind auch schon gleich wieder fertig mit der Folge. Aber das Level mache ich immer zu Ende. Also mache einen Tailwhip to Manual 50-50. Okay, kriegen wir. Also hier vorne natürlich nicht. Das müssen wir dann bei dem hinteren Rail machen. Tailwhip to Manual to 50-50. Yo, richtiger Trick. Jetzt müssen wir nur noch die Punktzahlen machen. 9000 Punkte Trick und 21.000 Punkte Trick. Das war jetzt wirklich vorher nie ein Problem. Das haben wir gleich beim ersten Durchgang da mitgemacht. So, hier müssen wir uns ein bisschen darauf konzentrieren. Ja, die
anderen Disziplin, die sich dann irgendwann entwickelt hat, ist Dirt. Und das ist quasi das, was wir hier... Wow! Das ist quasi das, was wir hier sehen. Dirt heißt, man hat so Holzrampen, man hat Erdrampen und lange Sprünge, wirklich lange Sprünge. Dadurch natürlich auch ein bisschen andere Tricks als quasi... Oh, wir haben alles geschafft. Ich werde mal kurz zu Ende sprechen. Ja... Das war so das erste Level hier. Quasi andere Tricks als bei den anderen Sachen. Dadurch, dass man natürlich viel mehr Zeit in der Luft verbringt, man hat auch quasi dieses, ja, wie soll man sagen, dass man, wie soll ich das sagen, einfach wie hier im Spiel, man hat diesen Blick von der Seite und so fährt man dann auch. Das heißt, es gibt jetzt keine Quarters, es gibt keine Richtungswechsel, es gibt eigentlich keine Fakies, das heißt Rückwärtsfahren und sowas alles halt. Und das zeichnet das auch aus. Es gibt noch ein paar Unterdisziplinen, vielleicht gehe ich auf die dann in der nächsten Folge ein. Und ja, in dem Sinne, haut raus, bis zur nächsten Folge.